Wir sind gerade am Asmodee-Stand und die Alicia wird mir jetzt was zur Neuheit Yamatai erzählen. Genau, beim Yamatai haben wir kleine Inseln. Wir wollen die bevölkern und da Tempel bauen. Und im Grunde ist es erstmal ganz einfach vom Setting. Wir haben hier unseren Ablaufplan. Wir sehen, wie jede Runde aufgebaut ist. Wir fangen damit an, dass wir hier ein von den Plättchen wegnehmen. Ich nehme jetzt mal dieses. Es würde mir erlauben, zwei Schiffe noch zusätzlich dazu zu nehmen. Ein rotes und ein braunes. Die würde ich mir dann aus dem Vorrat nehmen. Gut, jetzt stehen sie ja so schön rum. Wir schieben die von vorne herein. Wir können uns aussuchen, wo wir anfangen. Und wichtig ist noch zu wissen, dass wir Plättchen haben, die uns erlauben, später Tempel zu bauen. So, dann können wir in der zweiten Phase Schiffe kaufen oder auch verkaufen. Natürlich bringt uns auch Geld natürlich etwas. Wir sind Händler. Und ja, dann, wenn wir die Möglichkeit haben, hier wie zum Beispiel diesen Tempel, da brauchen wir ein rotes Schiff und zwei gelbe. Hätten wir zum Beispiel diese Konstellation hier erreicht, können wir dieses Plättchen wegnehmen und einen Tempel bauen in unserer Farbe. Diese Plättchen kann ich hinterher auch wieder eintauschen gegen einen von unseren Heldenkarten, die dann zum Beispiel unseren Tempel beschützen oder noch wieder besondere Fähigkeiten haben. Und das ist im Grunde schon so das grobe Setup. Natürlich kommen noch kleine Kniffe dazu, aber es geht einfach darum, sich Land anzueignen. Das ist im Grunde das Spiel. Gibt es die Möglichkeit, dem anderen Spieler sozusagen dazwischen zu pfuschen? Ja, natürlich. Die Schiffe werden sozusagen, hier bewegen sich in einer Armada, könnte man sagen. Und dadurch verändert sich das ja auch, je nachdem wer an der Reihe ist, wer rücken die Schiffe weiter vor. Nicht alle haben hier die gleichen Aufträge und natürlich zerstört man eventuell jemand anders, was ohne das zu wissen, weil jeder hat ja ein anderes Ziel vor Augen. Und das Ziel des Spiels ist dann, am meisten Geld zu haben, die meisten Tempel zu haben? Die meisten Tempel, genau. Also Geld ist natürlich auch wichtig, um die Tempelziele zu erreichen. Natürlich klar, wenn es Stechen gibt, aber im Grunde die Tempel sind das Wichtige. Für wen ist das Spiel am ehesten gedacht, zielgruppenmäßig? Also das Spiel ist ab 13 Jahren, natürlich klar, Familien, die spielbegeistert sind. Ja, ich würde sagen, das ist was für die Zielgruppe 20, ab 20 aufwärts. Also klar, Teenagergruppen, aber auch für junge Erwachsene. Also ein kurzweiliges Spiel für Vielspieler und die ganze Familie. Ja, so würde ich es zusammenfassen.